herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmt, der Nachrichtentalk. Ab heute mit einer kleinen Änderung. Jeder Gast bringt selbst ein Thema mit, das ihn bewegt, und wir diskutieren darüber. Ich freue mich auf Alexander Kissler, Edelfeder von der NZZ. Er fordert eine Wende in der Migrationspolitik. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen, Antje Hermenau, warnt, die Wirtschaft flieht aus Deutschland. Die frisch wiedergewählte Bundesvorsitzende des jungen Wirtschaftsrats, Caroline Bosbach, findet, wir müssen zurück zum alten Arbeitsethos und weg mit dem Vollkaskostaat. Ex-SWR-Moderator Martin Ruttenberg rechnet mit seinem alten Arbeitgeber ab und sagt, ARD und ZDF berichten viel zu einseitig. Zuvor müssen wir aber über die Kriminalität in Deutschland uns unterhalten. Morgen wird die Polizeikriminalstatistik für das Jahr 2023 präsentiert. Einige Zahlen sind aber jetzt schon bekannt. Die Straftaten in Deutschland nehmen insgesamt zu. Und die Gewaltstraftaten erreichen den Höchststand seit 15 Jahren. 41% aller Tatverdächtigen sind Ausländer. Besonders explodiert sind die Zahlen bei nichtdeutschen Jugendlichen. Hier gibt es einen Anstieg von 30%. Herr Kissler, überraschen Sie die Zahlen? Naja, wenn man sich die Meldungen der letzten Tage angeschaut hat, können einen die Zahlen nicht überraschen. Es ist ja schon länderweise viel durchgesickert. Einzelne Städte und Kommunen haben auch ihre Ergebnisse schon zum Besten gebracht, gegeben. Was mich natürlich sehr irritiert, ärgert und auch verunsichert, dass wir längst nicht mehr davon reden können, dass diese schlimmen Gewaltzahlen nur noch ein Phänomen deutscher Großstädte seien. Wir sehen auch in den Provinzstädten, auch in Regionalhauptstädten, beispielsweise in Baden-Württemberg, dass ich immer im besonderen Leidenschaft verfolge, ja, weil ich da auch herstamme, sehen wir, dass dort auch die Gewaltstraftaten im öffentlichen Raum zunehmen. Und das finde ich einfach schlimm. A, es greift über auf die Kleinstädte, auf die Regionen, auf die Provinzen. Und B, wir reden oft von Gewaltstraftaten im öffentlichen Raum. Und der Anger in Erfurt, die gute Stube sozusagen von Erfurt, auch dort hören wir immer wieder von Gewalttaten. Und wir hören oft auch von Gewalttaten, die es meiner Erinnerung nach vor 10 Jahren nicht so gab. Also die Neigung, kurz mal den Innenstadtbummel mit einem flotten Griff zur Machete abzurunden, diese Neigung gab es meines Wissens vor 10 Jahren noch nicht. Und da müssen wir jetzt genau hinschauen. Und ich glaube, es führt zu kurz, einfach nur zu sagen, jetzt, wie es Herr Reul gesagt hat, einfach nur so allgemein ist die Zündschnur kürzer geworden. Da muss man auch schon fragen, bei wem ist die Zündschnur kürzer geworden und warum? Bei wem möchte ich gerne einhaken, Frau Hermenau. Morgen wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser alle Zahlen präsentieren. Eine Zahl, die da auch vorkommt, ist 30% Zuwachs haben wir bei Kriminalität von Zuwanderern, also Asylbewerber, Flüchtlinge oder illegal nach Deutschland eingereiste Menschen. Hat die Politik das vernachlässigt? Ja, auf jeden Fall. Denn ich meine, wenn jemand ordentlich integriert ist, seine Arbeit hat, seine Familie nachholen kann, mit seiner Familie dort leben kann, dann ist die Gefahr, dass er kriminell wird, geringer. Das ist ganz logisch. Dadurch, dass aber ganz viele, gerade junge Leute, die hergekommen sind, keine wirkliche Perspektive haben, weil es ein Mismatch zum Arbeitsmarkt gibt und dem, was man an Fachkräften bräuchte, sind die Perspektiven dieser jungen Leute eben sehr begrenzt. Und das macht natürlich Unmut. Die würden ja gerne zu Hause sagen, hier, mein Auto, mein Wunschboot, meine Frau, das fällt alles aus. Und dann stehen die dann eben ratlos da und fangen an, kriminell zu werden, um sich irgendwie ein bisschen Prestige zu verschaffen. Ist eine mögliche Begründung. Mhm. Ich habe eine zweite gehört, eine Freundin von mir, Samira, die aus dem Jemen zu uns gekommen ist und inzwischen auch Deutsche ist, die hat gesagt, naja, es sind die Zweit- und Drittgeborenen, die haben schon in ihren Heimatländern mit Drogen gedealt, weil das sind also die, die am wenigsten eine Perspektive erstmal haben innerhalb einer Familie, weil der Älteste versorgt die Eltern. Und dann kommen die hierher und wollen auch wichtig sein. Und geht eben nicht. Da musst du viel arbeiten dafür, wenn du hier wichtig sein willst. Zumindest war das früher so. Caro, Messerkriminalität 10% gestiegen. Raubdelikte 20% gestiegen. Insgesamt ist die Gewalt um 10% raufgegangen in Deutschland. Sind es Zahlen, die dich beunruhigen? Fühlst du dich noch sicher? Naja, also sie wundern mich in erster Linie nicht. Ich meine, das sind ja jetzt auch alles Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren ganz gut absehen konnten. Machen Sie dir Angst? Angst ist zu stark. Angst ist auch nie ein guter Ratgeber. Aber ich merke auch für mich, dass sich was verändert hat. Mhm. Wenn ich jetzt hier in Berlin in der Stadt bin, ich bin hier 2010 hergezogen. Ja? Bin jetzt seit einigen Jahren nicht mehr hier, aber noch regelmäßig zu Besuch. Und ich benutze also öffentliche Verkehrsmittel nachts nicht mehr. Das habe ich jahrelang ohne Bauchschmerzen getan. Habe sogar immer gesagt, komm, jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. So schlimm ist das alles nicht. Inzwischen kann ich sagen, es ist sogar noch viel schlimmer.
Das ist vor allem jetzt die Frage, wie geht's weiter? So, wir haben ja jetzt schon einige Erklärungsansätze gehört. Es wurde ja auch schon, was ist in den letzten Tagen alles nicht schon an skurrilen Versuchen auf den Tisch gelegt worden von Corona, und die Jugendlichen müssen jetzt mehr Dampf ablassen. Die konnten das ja nicht, konnten ihre Pubertät ja nicht ausleben, etc. pp. Also, ich wünsche mir einfach, dass, wenn diese Zahlen jetzt veröffentlicht werden, dass man sich da auch ehrlich macht und dass dann diejenigen, die in Verantwortung sind, in politischer Verantwortung sind, auch Konsequenzen ziehen. Ja, wir reden, wir werden ja gleich noch über Migration sprechen. Wenn wir doch sehen, dass Menschen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich vertreten sind in diesen Delikten, bei diesen Fällen, und es trotzdem aber ein Tabuthema bleibt, und auch Frau Faeser wird es nicht so aufarbeiten, wie es der Sachlage angemessen sein wird, prognostiziere ich jetzt schon. Ne? Und zum Thema Messer, ich meine, früher hat man sich noch gekloppt, ja? Ja. Heute wird, ich weiß nicht, warum man jetzt den Einkaufsbummel nicht mit der Machete, aber immerhin mit dem Messer machen muss, auf dem Weg hierher, schon wieder nächste Meldung rein, wieder in einem Regionalzug in Koblenz, sind wieder zwei Leute mit Messer aufeinander losgegangen, Syrer und in Sudanese oder in Iraner und Sudanesisch. Und vor allen Dingen auch ein besonders tragischer Fall am Wochenende bei Ihnen in der Nähe, Herr Rothenberg, wo ein Syrer ein 4-jähriges Kind angestochen hat. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie diese Meldung lesen? Ich bin ambivalent. Ich habe einen syrischen Schwiegersohn. Ich bin da Großvater geworden, glücklich, vor kurzer Zeit. Der kam 2015, hat kein Deutsch gesprochen. Und ist inzwischen in einer Führungsposition in einem großen internationalen Konzern, ist also ein Vorzeigemigrant, ein Mann, den ich sehr, sehr schätze. Aber das, wenn ich sowas höre, ja, und auch wenn ich auf die Zahlen schaue, die berichtet werden, dann ist da ganz klar, liegt ein Thema im Raum. Ja, also dann, da ist was zu tun. Dann dürfte Ihr Schwiegersohn ja ein perfektes Beispiel sein, wie es gut lief. Wenn Sie sich anschauen, wie manche Flüchtlinge aus Syrien bei uns leben, verstehen Sie da, wie es passieren kann, dass die so auf die schiefe Bahn geraten? Also, oder was lief bei Ihrem Schwiegersohn besser? Also der kam aus einer Akademikerfamilie, der hatte schon studiert, der hatte schon einen Beruf, ja, der war Agraringenieur und hat hier nochmal völlig neuen Beruf gelernt. Und das ist sicherlich nicht repräsentativ, sag ich mal, für die Syrer, oder wahrscheinlich nicht, kann es nicht sagen. Ja, aber das ist das Umfeld, was ich kennengelernt habe, wo die Menschen sehr bereit sind, sich zu integrieren, sich sehr darum bemühen, sich zu integrieren. Gleichzeitig gibt es diesen immensen familiären Zusammenhalt, wo dann in so einer Familie sie sich auch gegenseitig darum bemühen, sich zu stabilisieren, sodass dann auch sowas nicht passiert. Ja. Darf ich fragen, wie hat der sozusagen in Deutschland gelebt, als er hier angekommen ist? War er untergebracht in einem Asylheim oder bei einer Familie, die ihn aufgenommen hat? Das war so ein Wohnheim. Da gab es ein Wohnheim, wo einfach die Geflüchteten untergebracht waren. Und von da aus hat er sich bemüht, er hat angefangen, Arabisch an der Volkshochschule zu unterrichten. Meine Tochter hat ihn dort kennengelernt. Ja, man hört ja oft auch, dass auch gerade diese Erstaufnahmezentren ja auch Hotspots der Gewalt sein können. Und wir hören auch in dieser Kriminalitätsstatistik, dass sehr oft auch Geflüchtete unter der Gewalt von Geflüchteten leiden, weil eben in diesen Erstaufnahmezentren mehr oder minder ungeschützt verschiedene Kulturen und damit auch ethnische Konflikte aufeinandertreffen. Also ja, das ist ein zusätzliches Problem. Ich habe hier in Tempelhof gearbeitet. Und da kann ich Storys von erzählen. Das war krass zu sehen. Ja. Und ich habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden, um einfach auch mitreden zu können. Weil das war damals eine Welle, die bei diesem Land hier irgendwie eingebrochen ist. Ja, ganz besonders auch in Berlin. Und ich habe es auch am Anfang nicht geglaubt, aber irgendwie hat es total Sinn gemacht, wie du schon sagst. Du kannst hier Leute nicht einfach nur ungeschützt aufeinander loslassen. Zumal die kommen aus Kriegsgebieten. Die haben furchtbare Dinge erlebt und gesehen. Da ist man mit einem Messer aufeinander loszugehen, noch ist vergleichsweise eine Kleinigkeit. Oder dann, wenn wir von anderen Delikten sprechen, ob das jetzt Diebstahl, ob das das Einbruch ist, ja, oder sich mal gegenseitig auf der Straße zu vermöbeln, das ist ja im Vergleich, wen kratzt das denn? Ne? Aber auf der anderen Seite sieht man ja an dem Beispiel, ich hatte auch so ein Beispiel mit dem Zakaria, von dem ich schon berichtet habe, aus dem Jemen, es hängt auch von den Individuen selbst ab. Und eigentlich ist ja die deutsche Gesellschaft eine Gesellschaft, die der Interessen des Individuums vertritt und die sagt, es liegt auch in deiner Leistung und in dem, was du versuchst, mit dem Leben was draus zu machen. Und das wird vielleicht auch zu wenig vermittelt. Also wir glauben ja offensichtlich selber nicht mehr ganz genau daran, dass es eigentlich so ist hier in diesem Land. Und dann kann man es auch schlecht vermitteln. Also es ist eigentlich für diejenigen, die hier zuwandern, interessant, die mit eigener Leistung was aus ihrem Leben machen wollen. Und das scheint Deutschland aber nach außen nicht zu vermitteln, sondern es vermittelt offensichtlich, gehst nach Deutschland, kriegst du Geld, bist du gut da.
Das ist eine andere Botschaft in meinen Augen als entwickle dich hier, lerne die Sprache, mach einen Beruf und dann arbeite dich nach oben. Das ist möglich, es geht hier. Andere Botschaft. Was sagt eigentlich Ihr Schwiegersohn zu all diesen Straftaten, von denen man liest? Das habe ich mit ihm noch nicht thematisiert. Okay. Da kann ich Ihnen jetzt gerade keine Antwort geben. Wir haben andere Themen gehabt, aber das noch nicht. Herr Kissler, Rainer Wendt von der Polizeigewerkschaft hat heute gesagt, vor allen Dingen zu dieser explodierenden Jugendkriminalität, da wird eine ganze Generation von Straftätern herangezogen, deren Gewalt wir völlig schutzlos ausgeliefert sind. Und davon profitieren seit Jahren die Gegner unserer Demokratie. Wenn ich ihn recht verstehe, stehen wir erst am Beginn von einer Welle von Gewalt, die diese Jugendlichen auch in Zukunft ausüben werden. Naja, ich bin jetzt gegen Fatalismus. Also man kann es nicht sagen, würde ich sagen, wer jetzt heute mit 14, 15, 16, 18 Gewalttaten begeht, ist damit gewissermaßen gebucht für eine Gewaltkarriere von 20, 30 Jahren. Also diesen Restoptimismus möchte ich mir noch bewahren. Wo ich allerdings nicht optimistisch bin, ist, dass bei der nach wie vor großen Zahl an hereinströmenden Menschen dieses Management auf zivile Weise gelingen kann. Nehmen wir Berlin, da hat ein Senat, der von einem Bürgermeister, der nominell der CDU angehört, Kai Wegner, der verliebte Kai, sage ich immer, hat beschlossen, jetzt noch mehr dieser Container auf das Tempelhofer Feld zu bringen. Wir haben das Erstaufnahmezentrum in Tegel, das kostet allein im Monat 32 Millionen. Also immer nur zu sagen, wir bauen neue Unterkünfte, wird die Probleme nicht lösen. Herr Kissler, da sind wir genau bei Ihrem Thema. Ja, meine Meinung ist, dass die deutsche Migrationspolitik, genauer gesagt die Migrationspolitik der Ampel, Deutschland schadet. Und in allen Umfragen wird die Migrationspolitik als die Herausforderung, das Problem Nummer eins angesehen und die Regierung mehr oder minder zuckt sie mit den Achseln und sagt, wir haben Wichtigeres zu tun, oder man belässt es bei rhetorischen Nebelkerzen. Was wäre zu tun? Dazu müsste man nur ins Ausland schauen. Man müsste einerseits erstens die sozialen Pull-Faktoren dringend reduzieren. Man müsste zweitens die Ausschaffungen, die Ausweisungen, die Abschiebungen maximieren, auf rechtsstaatliche Weise, versteht sich. Und man müsste auf jeden Fall auch den Grenzschutz intensivieren. Schauen wir nach Finnland. Finnland schafft es zum Beispiel, eine Landgrenze zu Russland, das sind immerhin 1400 Kilometer, habe ich mir sagen lassen, zu schließen, weil man der dorthin gebrachten Migranten nicht mehr anders Herr werden kann. Dänemark, sozialdemokratisch regiert, hat auch eine strikte Migrationspolitik. In Deutschland ist man dazu nicht bereit. Man ist auch nicht bereit, die Konsequenzen daraus zu ziehen und beispielsweise Ländern die Entwicklungshilfe zu kürzen, die nicht bereit sind, ihre ausreisepflichtigen Staatsangehörigen aufzunehmen. Herr Kissler, so ganz untätig war ja die Bundesregierung nicht. Also die Bezahlkarten werden jetzt kommen. Zumindest wurde mal bundesweit nach langem Hin und Her die gesetzlichen Regelungen dafür verankert. Dann Grenzkontrollen haben wir. Ja, es führt ja zu nichts momentan. Ein gutes Abschiebungsgesetz oder irgendwie so ähnlich? Ja, irgendwie so ähnlich, ja. Da sind wir jetzt bei Lisa Paus. Ich drehe mich im Kreis und warte, dass die Sonne kommt. Also das ist eine Möglichkeit, diese Bezahlkarten. Die müssen nicht eingesetzt werden. Und die SPD hat schon gesagt, es soll auch nach wie vor Bargeld geben. Die Abschiebungen scheitern oft. Wir haben allein in EU-Staaten 70.000 Abschiebungen, die im vergangenen Jahr gescheitert sind. Italien nimmt, warum eigentlich, überhaupt keine einzige Abschiebung mehr auf. Viele Drittstaatler weigern sich auch, die aufzunehmen. Und wenn wir in einer Situation sind, wo zu wenig abgeschoben wird und nach wie vor die Pull-Faktoren hoch sind, ich meine, nehmen Sie Dänemark. Dänemark hat im arabischen Raum Anzeigen geschaltet mit der Aussage, liebe Migranten, kommt lieber nicht nach Dänemark. So schön ist es hier gar nicht. Unsere Regierung macht das Gegenteil. Man schaltet auf arabisch Anzeigen und wirbt für das Bürgergeld. Das Bürgergeld ist ein wahnsinniger Pull-Faktor. Warum bekommen zum Beispiel Ukrainer oder Menschen mit dem ukrainischen Pass am ersten Tag ohne einen Nachweis zu haben. Also die Pull-Faktoren werden nicht effektiv abgestellt. Die Bezahlkarte ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist ein Schritt von wenigen Millimetern. Wir bräuchten wirklich 7 Meilenstiefeln. Ja, was du zum Thema Abschiebung gesagt hast. Es hieß ja mal, wann war das? Spätsommer, Frühherbst 2023. Da sollte eigentlich ein ganz, quasi ein Abschiebewumms mal erfolgen, laut unseres Bundeskanzlers. So, da kann man sich mal die Zahlen angucken. Was ist denn da passiert? Wenn wir zumindest im Hochsommer letztes Jahr rund 260.000 ausreisepflichtige Menschen im Land gehabt. Wisst ihr, wie viele von denen, also nach Abzug von denjenigen, die noch Duldungsstatus haben, bleiben immer noch 54.000 übrig.
Da wurde die Bundesregierung gefragt, naja, klasse, aber wie viele werden denn jetzt wahrscheinlich abgeschoben werden? 100, ne? 600. Habe ich gefürchtet, ja. So. 600 mehr. Also 13.000 werden insgesamt abgeschoben durch dieses Gesetz. 600 mehr. Das, ja, aber also was ist das? Ja, gut, aber das ist doch kein Abschieben im großen Stil, Zitat Ende. Ja, Promillebereich ist das. Ja, das ist ein Promillebereich. Ja. Und das steht wieder so symbolträchtig für die Politik dieser Ampel. Ja, es wird viel geredet, es ist nichts dahinter. Es werden immer so Brotkrumen hingeschmissen, ja, um die Bevölkerung zumindest durch verbale Hammer-Statements zu beruhigen, aber da trifft dann eben der Wunsch auf die Wirklichkeit. Das sehen wir eben in ganz vielen Fällen. Und das Problem ist aber halt, dass Grenzkontrollen, ganz kurz, von dem angesprochen, hier der eben zitierte Rainer Wendt, hat ja so sehr wohl zu Protokoll gegeben, dass diese Grenzkontrollen eine ganze Menge gebracht haben in den letzten Monaten. Und solange wir nicht in der Lage sind, unsere Außengrenzen in der EU zu schützen, bleibt uns ja kaum noch was anderes. Aber die anderen leiten ja auch nach Deutschland durch. Also Frau Meloni hat sich letztens zitieren lassen, erst dieser Tage, dass sie sagt, naja, also ihr Deutschen wollt diese ganzen Migranten, ihr werbt für die in arabischer Sprache, dann würdet ihr euch alle zu. Die Spanier machen dasselbe, die Italiener machen das, eben die Griechen machen das, auf dem Balkan wird es gemacht. Alle leiten die nach Deutschland zu, weil Deutschland hier brüllt. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Man will nicht dabei erwischt werden in dieser Regierung, dass man irgendwie was mit Nazis zu tun hat, weil man irgendwie einen Ausländer nicht lieb hat. Aber am Ende ist es doch eigentlich die Frage, welche Art von Migration verträgt sich mit unserem Staatsgefüge und unserer Bevölkerung? Und das ist wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Und ich finde die Frage, die aufnehmende Gesellschaft muss doch ein Recht haben, nicht völlig umgeordnet zu werden und umgemodelt zu werden, weil wir Zuwanderung kriegen. Das läuft andersrum. Und das wird einfach völlig ignoriert, aus der Sorge, man kommt bei dem eigenen Milieu nicht durch. Man hat ja gesehen, diese Demos gegen rechts und Korrektivgeschichte und alles. Da hat man dann wahrscheinlich bei den Obren von Grünen und SPD einfach Angst vor der eigenen Truppe. Und rudern dann wieder zurück. Aber es sind über 70%, je nach Umfrage, die für einen deutlichen Kurswechsel plädieren. Das geht längst über ein Milieu hinaus. Aber das sind nicht die Bodentruppen von Rot-Grün. Ja, aber es sind über 70%. Man muss aber wirklich sagen, die Souveränität in diesem Land geht eben vom Volk aus. So steht es in der Verfassung. Und ein Satz nur auch kurz hierzu. Meine große Sorge ist, dass wir in eine Situation geraten, in dem dieser Staat keine Loyalität mehr von seinen rechtstreuen Staatsbürgern einklagen kann, weil er selbst sich nicht an Recht und Gesetz hält. Und das ist ein ganz großes Problem. Wenn man sagt, also ich soll jetzt beispielsweise Steuern zahlen, dies und jenes machen und gleichzeitig haben wir hier im sechsstelligen Bereich nachvollziehbar ausreisepflichtige Asylbewerber und die bleiben hier. Herr Ruttenberg, Sie wohnen an der französischen Grenze. Wie macht es Frankreich? Da erwischen Sie mich auf dem linken Fuß. Die führen ein bisschen andere Debatten, beziehungsweise haben die nicht das Problem, dass so viele Flüchtlinge nach Frankreich wollen, sondern die meisten wollen nach Deutschland. Und irgendwie scheint sich nur Deutschland an diese Regeln zu halten. Und würden Sie den Satz unterschreiben, Deutschland ist so ein bisschen der Blöde in der EU, weil er der Einzige ist, der sich an die Regeln hält? Den Eindruck habe ich auch, ja. Die Frage ist für mich einfach, das steht eigentlich schon lange fest, warum und warum ändert sich das nicht? Woran liegt das, dass dieses Thema nicht differenziert behandelt werden kann? Es kommt dann immer nur bei den Menschen rüber, das ist Ausländerfeindlichkeit. Aber dass es ein differenziertes und komplexes Thema ist, das wird nicht transportiert. Meine Antwort darauf ist, das liegt an den Medien, dass es nicht diskutiert wird und dadurch gibt es auch keinen Druck auf die Regierung. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja, das werden wir auf jeden Fall. Frau Hermenau, die Bezahlkarte haben wir schon angesprochen. Da hat es ewig gedauert, obwohl der Kanzler es noch anmoderiert hat mit, wir hatten ein historisches Treffen. Und trotzdem haben die Grünen es blockiert. Zerreißt es die Grüne Partei gerade bei genau dieser Frage, bei der Flüchtlingspolitik? Ich glaube, eher in der Energiepolitik, da warten wir noch drauf. Das ist ja die Gretchenfrage der deutschen Politik, ist die Energiepolitik, glaube ich, was jetzt aus dem politischen Spektrum heraus betrachtet wird. Von der Bevölkerung her ist es die Frage der Migration und vor allem der Integration. Es klingt jetzt so, als wenn hier alle Leute am Tisch sitzen würden, die keine Migration haben wollen. Das stimmt ja so gar nicht, wenn ich hier in die Runde gucke. Sondern der Punkt ist, es fehlt die Integration, die Bemühungen zur Integration und auch das Grundverständnis, wer ist wie integrierbar und wer nicht und warum ist das so? Das fehlt einfach, da wird auf Fachleute nicht gehört. Und dann wird Frau Faeser auch wieder sagen, alles Einzelfälle, in so einer Ballung. Ja? Und die Aufnahmegesellschaft ist schuld, nicht also vergessen. Das ist alles irre. Ich glaube, die Grünen sind im Moment gar nicht zu zerreißen. Für die ist es jetzt einfach dranbleiben, egal wie das Auto wackelt, einfach dranbleiben. Entschuldigung, das ist ein Fahrrad. Aber der Punkt,
ist eigentlich, dass diese Fehleinschätzung von so wichtigen Politikfeldern wie Wirtschaft, Energie, Migration oder Integration, wie ich lieber sagen möchte, dass diese Fehleinschätzungen in der ganzen Gruppe sozusagen da sind. Zumindest bei Rot-Grün, aber ich habe auch bei der FDP noch nicht so viele gehört, wo ich sage, läuft. Und das ist der Punkt, der mich wirklich bekümmert. Wir haben einfach zu viele Leute, die Entscheidungen treffen können, die zu wenig Ahnung von den Feldern haben, die den Menschen noch Nägel dann können. Bleiben wir doch bei der Wirtschaft, die Sie angesprochen haben. Und da sind wir ja doch bei Ihrem Thema. Ja, also ich habe Sorge, dass mehr Industrie aus Deutschland herausflieht, als wir das ertragen werden. Das hat damit zu tun, dass wir sehr viele Firmen und Bereiche haben, Branchen haben, die stark von der Energie abhängig sind, die mit den Energiepreisen einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind weltweit. Die gehen in andere Länder, manche sind in der EU, manche sind nicht in der EU. Wir werden dadurch massiv Arbeitsplätze verlieren. Im Moment merkt man das noch nicht, weil der Arbeitsmarkt aufnahmewillig ist. Es fehlen Fachkräfte. Aus dem Mittelstand und Familienunternehmen kommen meistens Fachkräfte. Da gibt es ein Match, das funktioniert. Aber es wird kommen. Ich habe das in den 90er Jahren im Osten Deutschlands erlebt. Ich weiß, was Deindustrialisierung bedeutet. Ich kenne den Rattenschwanz der ganzen Angelegenheit. Da ist Rot-Grün historisch wahrscheinlich längst Geschichte. Dann treten erst die richtigen Probleme auf. Wir erodieren unseren Kapitalstock. Das ist das, was wir an Firmen haben, mit innovativen Produkten, mit Marktführerschaft weltweit, wo wir verkaufen können, wo wir Geld reinholen aus dem Ausland, das wir hier brauchen, um zum Beispiel in den Sozialstaat hinein zu verteilen. Und das geht gerade richtig kaputt. Die Unternehmer reden nicht so gerne öffentlich drüber. Die wollen ihre Kunden nicht verschrecken oder ihre Zulieferer oder ihre Lieferanten. Aber es gibt Abmarsch nach Schweden, USA, Abu Dhabi, Japan. Alle gehen fort. Ich kenne selber viele. Wir haben hier Stiel, die in die Schweiz auswandern, Miele, die nach Polen gehen. Aber da wird Ihnen doch jetzt der Bundeskanzler entgegnen. Wir erwarten doch ein grünes Wirtschaftswunder mit Wachstumsraten aus den 50er und 60er Jahren, weil neue Felder hinzukommen. Ja, die neuen Felder sind eben nicht so neu und sie sind vor allen Dingen auch energieintensiv. Sie denken doch nicht, dass die IT-Branche ohne Energie auskommt. Das ist ja eine Illusion. Die wird den Energieverbrauch noch mal massiv nach oben treiben. Und wir haben eine ganze Reihe von Industrien, so Spezialgeschichten. Also ein Beispiel aus Thüringen zum Beispiel, die Helmer. Ne? Die machen bestimmte Kristalle, die werden gebraucht bei den Maschinen, um die ganzen Halbleiter herzustellen. Wenn du die nicht hast und teuer irgendwo einkaufen musst, ist halt wieder schwierig. Aber der kann bei den Energiepreisen ja nicht produzieren. Der ist jetzt in Schweden. So läuft das dann eben. Aber gerade hier bei dem Beispiel an Schweiz, die haben mal wesentlich höhere Lohnkosten digital als in Deutschland. Und das stimmt. Nur die Tatsache, das fand ich ganz spannend, dass trotzdem ein Unternehmen hingeht und sagt, trotz dessen verlagere ich meine Produktion, nehme Arbeitsplätze mit und gehe explizit in die Schweiz. Das zeigt uns ja mal, wie die Verhältnisse hier geschaffen sind, weil dieses Kostenargument ist ja nicht das Einzige. Klar, Energie haben wir schon angesprochen, dazu kommt aber auch Bürokratie, drüben viel, viel schlanker ist, ja, und eben auch, damit du überhaupt produzieren kannst, Stichwort Energiekosten. Niedrigere Steuern auch in der wo ich nicht wo ich nicht zustimme, ist die These, dass wir hier massenweise Arbeitslosigkeit erleben werden. Das sehe ich nicht. Sie haben eben selber gesagt, der Arbeitsmarkt ist noch sehr aufnahmebereit. Wir haben 2 Millionen offene Stellen in Deutschland. Ich weiß. Die Generation der Babyboomer, die jetzt in Ruhestand gehen wird, die stehen uns ja noch bevor. Und ich finde es einfach nur aberwitzig, wenn das jetzt heißt, in den nächsten 10 Jahren noch mal 6 Millionen Arbeitsmigranten aus dem Ausland geholt werden sollen. Haben wir hier nicht genug? Wir haben hier allein 5 Millionen, knapp 5 Millionen im Bürgergeld. Von denen finden wir keine paar Tausend, die bereit sind zu arbeiten hier. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es gehen hier vor allen Dingen die gut bezahlten Jobs. Also die gehen ins Ausland. Und jetzt, wenn Mercedes zum Beispiel Stellen abbaut in Stuttgart, hat Stuttgart ein Problem. Und da hilft es nicht, wenn die Leute einen Job vielleicht in Berlin kriegen, im Café oder als Amazon-Bote oder in der Pflege, wenn sie dort gebraucht werden. Das ist absolut richtig. Es geht bei den also gerade bei den offenen Stellen vor allem um Ungelernte, auch in Dienstleistungsbereichen, also vor allem Restaurant, Sicherheitswirtschaft, Reinigungswirtschaft. Das ist eigentlich so der springende Punkt, der ja immer in Vergessenheit gerät. Wir sprechen immer von den Hochqualifizierten, die gehen. Diejenigen, die zu uns kommen, da ist dann alles bei, ne? Um es mal dezent auszudrücken. Ja, aber das Problem bleibt bestehen. Wir kommen aus den hochpreisigen oder sehr, sehr starken Lohngruppen runter in geringere Lohngruppen. Das hat dann wieder einen Ausfluss auf das Steueraufkommen, ganz logisch. Und dann hat man die Situation, dass der Staat dann irgendwas anderes wieder erhöhen muss im Preis, um diese Lücke auszugleichen. Das führt immer mehr ins Desaster sozusagen. Ich würde mir wünschen, wir hätten viele innovative Firmen hier, die wieder neu aufbauen können, sodass wir nach dem ganzen Kladderadatsch am Ende wieder was haben, womit wir das Schiff wieder flott kriegen. Aber gerade die innovativen Unternehmen gehen. Und das hat damit zu tun, dass die Energiepreise auf die nächsten Jahre so hoch bleiben werden. Das ist kein Ausrutscher gewesen, sondern das Ding hat ja System. Und dann machen die Grünen wieder irgendwas unrettbar anders, sodass man sich wieder zurückdrehen kann.
Und dann geht man immer weiter auf diesen Holzweg weiter. Das ist schon schlimm. Die Energieproduktion wird, oder die Energiepreise werden hoch bleiben, weil die Batteriegeschichte nicht geklärt ist, die Speichergeschichte nicht geklärt ist, die Netze sind nicht da. Es gibt die Gaskraftwerke noch nicht, die das Backup-System machen sollen. Das wird alles noch finanziert auf die Preise umgelegt. Das können die Unternehmen auf Dauer nicht stemmen. Die konnten das mal ein Jahr wegtun, aber dann war das Eigenkapital auch angegriffen. Ne? Herr Kissler, ja. Ist dieses Problem rein politisch gemacht oder ist es nicht auch ein bisschen Managementversagen? Also ich erinnere mich da an sehr viele CEOs, die auch die Politik darin bestärkt haben, dass dieser Weg machbar ist, dass dieser Weg ein gangbarer Weg ist. Hier kommt ein Versagen von zwei Seiten zusammen. Wir haben eine Regierung, an deren Spitze mit Herrn Habeck und Herrn Scholz Illusionskünstler stehen, die uns also sagen, wenn wir den richtigen Zauberspruch sagen, dann geht es schon wieder aufwärts mit der Wirtschaft. Mittlerweile hat man sich ja aufs Gesundbeten verlegt und man nimmt die Kommunikation mit der Wirtschaft kaum mehr ernst. Die Brandbriefe häufen sich, also anscheinend muss er jeden Tag 10 Brandbriefe aufmachen im Kanzleramt, der liest sie offenbar kaum oder beantwortet sie zumindest nicht hinführend. Zielführend. Andererseits gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Unternehmenslenker, die ganz, ganz vorne dabei sein wollten bei Green Deal und sonstigen Narreteien, weil sie dort natürlich das große Subventionsgeld, ja die Milliarden aus Brüssel und sonst woher gerochen haben, gesehen haben, die Dollar, die Eurozeichen in den Augen. Mhm. Also man hat gewissermaßen ein Kotau ja auch gemacht vor Herrn Habeck, als er mit dem großen Scheck durch die Lande zog und vor Frau von der Leyen, die sagte, also wir bringen die Europäische Union mit Staatsgeldern wieder an die Weltspitze zurück. Zum Beispiel ThyssenKrupp, Grüner Stahl. Die Großen absolut, eben, nicht der Mittelstand. Ja. Und ich muss also insofern auch den großen Industrien, den DAX-Unternehmen, aber teilweise auch den Wirtschaftsverbänden da etwas, wie soll ich sagen, fehlende Haltung vorwerfen. Man war sehr schnell dabei, als es hieß, ja, wir machen alles für euch, weil wir Subventionen bekommen. Und bei Innovation waren wir wirklich nicht immer vorne dabei. Herr Ruttenberg, laut einer Umfrage des Spiegels fürchtet jeder zweite Deutsche den Absturz der Wirtschaft. Jetzt haben Sie hier einige Stimmen gehört. Zu welcher Seite gehören Sie? Ich habe auch schon verschiedentlich mit Unternehmern Kontakt gehabt. Und ich kann das nur bestätigen, was ich hier gehört habe. Das ist ein Riesenproblem, was für mich auch viel zu wenig öffentlich debattiert wird. Ganz klar, gar keine Frage. Ich stehe völlig auf Ihrer Seite, was das betrifft. Was erzählt Ihnen dieses Umfeld? Was hören Sie? Ja, das Gleiche. Die Energiekosten sind zu hoch. Das ist ganz wesentlich. Und dass es keine Rechtssicherheit gibt, das sind so die beiden Hauptfaktoren, die ich so mitbekommen habe. Ja. Und was die Fachkräfte betrifft, anscheinend ja auch. Ne? Denn die meisten Menschen, die hier kommen, sind halt unqualifiziert. Und die kann man nicht anstellen. So, das höre ich auch immer wieder. Man kann auch aus dem Handwerk. Ne? Glauben Sie, dass ein Regierungswechsel das Problem lösen würde? Ich persönlich kann mir das nicht gut vorstellen. Ich kann mir es nicht gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich habe den Eindruck, es braucht ganz viel Stellschrauben an ganz vielen verschiedenen Stellen, die ineinander greifen dürfen, damit wir richtig wieder auf die Beine kommen. Man lässt eben oft außen vor, das fuchst mich wirklich sehr, die massive Weise, in der die Vorgaben der Europäischen Union in die nationalen Wirtschaften eingreifen. Und die werden dann auch noch von Deutschland übererfüllt. Also wenn von anderen Ländern, die beispielsweise die Dämmschutzvorschriften nicht so eins zu eins übererfüllen, sogar wie es die Deutschen machen. Die deutsche Wirtschaft leidet. Wir haben da auch einen Abschwung. Aber auf der positiven Seite ist zu sagen, Herr Kissler, die Klimaziele scheinen plötzlich erreichbar zu sein. Das haben Sie in den 90er Jahren auch geschafft. Reindustrialisierung der DDR war genau das. Die Klimaziele, die Westdeutsche versprochen hatten in Kyoto, wurden erfüllt durch das Schließen der ostdeutschen Fabriken. Das war ganz einfach. Das ist natürlich jetzt sehr zynisch. So war es aber. Herr Vorbach, natürlich kann das nicht das Ziel sein, dass man durch eine Deindustrialisierung... Eine Frau Herrmann fordert zum Beispiel genau das in ihrem Buch. Ja, aber das ist ja nicht ernst zu nehmen. Ich bedauere jeden, der das ernst nimmt. Man kann ja nicht sagen, Deindustrialisierung, allgemeine Askese, Degrowth ist zwar der Weg in den ökonomischen Untergang, aber ins klimapolitische Elysium. Das kann es ja wohl nicht sein. Ja, weil vielen ist das genauso wichtig, mindestens. Ja, aber das kann ich nicht glauben. Das soll sich jeder mal für sich selber fragen, ob er wirklich bereit wäre, für sich selber zu verzichten, tagtäglich auf Reisen, auf Konsum, nur damit er irgendeine Bilanz hat, wo er dann vielleicht mal sagen kann, der Anteil Deutschlands am Weltklima ist von 1, auf 2, gestiegen. Wir sind 1% der Weltbevölkerung, das wissen wir alle, 2% des CO2-Ausstoßes. Da können wir Askese sein, wie wir wollen. Aber es gibt einen ernsten Punkt in der Sache. Der ernste Punkt ist der, dass es wirklich genügend Leute in der politischen Landschaft gibt, die jetzt das Sagen hat, die der Meinung sind, dass wir Schwerindustrie zum Beispiel nicht mehr brauchen. Ist doch gut, wenn die chemische und die Autoindustrie abwandert, das wird auch öffentlich gesagt. Das ziehe ich mir nicht aus den Fingern. Das sagen sie ja auch öffentlich.
Und das halte ich für einen Riesenfehler. Die chemische Industrie macht die ganzen Vorprodukte. Was denken Sie, wie viele Branchen in Deutschland davon abhängig sind, dass sie Vorprodukte bekommen? Übrigens auch in den Bereichen, die den Grünen nahelegen. Warum machen denn die Windmüller zu? Warum machen denn die, also die Windmühlen bauen? Warum machen denn die zu, die Solarpaneele bauen? Warum? Das funktioniert alles nicht mehr, weil die Vorprodukte zum Teil auch nicht mehr erschwinglich sind, weil das nicht mehr geht, weil die nicht mehr global wettbewerbsfähig sind. Also selbst die Branchen, die Grünen gerne wollen, machen zu und wandern aus. Und die einzige Lösung, die Grünen zu haben scheinen, sind Subventionen. Und würde es nach Robert Habeck gehen, würde die alle voll subventionieren. Und liebe Caro, da sind wir doch genau bei deinem Thema, nämlich, dass der Staat sozusagen auf, mit unserem Geld all diese Risiken tragen sollte, lenken sollte und zum Vollkasko-Staat wird. Richtig, aber ich muss noch ganz kurz eine Gänze machen, weil ich eben kam reinquatschen. Doch, mit einem Regierungswechsel könnte es besser werden. Also man denkt ja jedes Jahr, es kann nicht mehr schlimmer werden. Ja, ich weiß, dass Sie das alle anders sehen, deswegen muss... Keine Wahlwerbung. Keine Wahlwerbung. Dein Thema. Okay. Mein Thema, was ich heute mitgebracht habe, ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen neuen Arbeitsethos brauchen. Es ist ja so, dass wir einiges an Herausforderungen in unserem Land haben, deren Kernursachen und Gründe man eigentlich alle runterbrechen kann, die dann relativ ähnlich sind. So bin ich der Meinung, dass der Staat an seinen eigenen Vollkasko-Ideen krankt, die er seinen Bürgern gegenüber entgegenbringt. Und in der Folge dessen hat sich hier in großen Teilen der Gesellschaft eine Einstellung breit gemacht, die diesem Land nicht besonders dienlich ist. Es ist ja immer so gewesen, dass wir das Aufstiegsversprechen hatten und dass man sagen konnte, man ist stolz darauf, wenn man seinen Kindern dann später was Besseres oder ein schönes Leben bieten kann. Doch statt unserer Leistungsgesellschaft Rechnung zu tragen, habe ich persönlich den Eindruck, dass es vielmehr darum geht, die Anspruchsgesellschaft zu pampern und dieser Anspruchsgesellschaft eben mehr und mehr Rechnung zu tragen. Wir haben mal einen Staat, wir erleben ihn jeden Tag, der ist nicht nur sehr fürsorgend, sondern auch eben sehr bevormundend. Das Problem oder was damit einhergeht, dass die individuelle Leistungsbereitschaft der Menschen im Keim erstickt wird und ich schon das Gefühl habe, dass der Staat überhaupt nicht merkt, dass er schon längst an den Grenzen seiner Finanzierbarkeit angelangt ist. Ich finde, wir dürfen das nicht zulassen, vor allem nicht vor dem Hintergrund, dass wir mehr und mehr an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und deswegen ist mein Plädoyer, um diesem Negativtrend so ein Stück weit entgegenzuwirken, wir brauchen ein neues Bekenntnis zur Leistung und wir brauchen ein neues Bekenntnis zu einer Politik, die auch wirklich mal Arbeit honoriert und auch dem Aufstiegswunsch der Gesellschaft Rechnung trägt. Frau Hermenau, ist es Ihrer Meinung nach so leicht getan, dass wir einfach unsere Arbeitsmoral etwas steigern? Ganz massiv. Ja, ich bin da gedanklich auch bei den vielen Leistungsträgern in diesem Land, die, glaube ich, die absolute Mehrheit sind. Und das Problem, was hier auftritt, doch eher ein geringes ist. Oder sehe ich das falsch? Also es gibt Unterschiede zwischen den Generationen. Die Boomer sind ein bisschen anders drauf als die Generation Z. Das will ich aber nicht ausdiskutieren. Aber der Kern ist eigentlich, dass ich oft im täglichen Leben ganz viele Menschen treffe, die sehr ernsthaft ihrer Arbeit nachgehen und da ein gewisses protestantisches Arbeitsethos verfolgen. Der Punkt ist einfach, es wird ihnen vergällt, es wird ihnen verdorben. Mhm. Es wird ihnen verdorben, wenn zum Beispiel Leute zuwandern und fast dasselbe Geld kriegen, wie jetzt, also welche, die wenig bekommen. Ne? Das ist ja nicht viel großer Abstand. Aber der Unterschied, ob man 40 Stunden der Woche arbeitet oder nicht, ist enorm im Leben, in der Lebensqualität. Und das wird einfach vergällt und verdorben. Die Leistungsbereitschaft hat ja was damit zu tun, dass du dir hinterher was leisten kannst. Wenn du dir aber fast nichts mehr leisten kannst, weil die Inflation dein Portemonnaie bereits am 20. schrottet im Monat, dann, ja, ist ja so. Mhm. Ne? Dann ist die Frage, warum machst du das alles noch? Und es gibt immer mehr Menschen, auch generationenübergreifend, die sich wirklich diese Frage stellen, warum mache ich das hier eigentlich noch? Also diese Regierung hat es nicht nur geschafft, selber ihre Autorität bei der Bevölkerung zu minimieren, sie hat es auch noch geschafft, uns unsere eigene Leistungsbereitschaft zu vergällen. Und das ist schon wirklich ein harter Schlag. Die Unternehmer fliehen, die Leute sind nicht mehr leistungsbereit und dann hat man das ganze Tohuwabohu hier vor der Haustür. Ja, aber das ist doch genau mein Punkt, dass man sich diese Anspruchsgesellschaft kümmert und nicht um die Leistungsträger, die sich ja bei allem Respekt mehr und mehr veräppelt fühlen. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, hier Anfang des Jahres in Berlin, als hier die Jobcenter Werbung geschaltet haben fürs Bürgergeld. Ne? Also dann quasi, da muss man sich mal überlegen. Ja? Also Freud hätte seinen Spaß dran oder eben ja, Dieter Nuhr, je nach Betrachtungsweise. Aber das sind natürlich Entwicklungen, die so nicht weitergehen können. Und was man, wir checken es einfach noch immer nicht. Ich habe zumindest den Eindruck, das Thema Wirtschaft, ja? Welche Probleme, die wir tagtäglich sehen, gleich welcher Natur, liegen im Grundsatz in der Ruinierung unserer Wirtschaft.
Das so, dadurch, dass wir immer an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, was uns ja nicht nur an Steuereinnahmen verloren geht, sprechen Sie mal mit den Ländern. Das heißt, wenn jetzt zum BIP statt den prognostizierten 1,3% jetzt bei 0,2, das sind Milliarden weniger in den Kassen der Länder oder noch weniger. Und das runterzurechnen auf einzelne Kreise. Und das sind, wir werden uns diesen Sozialstaat auch so, wie er heute existiert, nicht mehr leisten können. Beim Bürgergeld möchte ich gerne mal einhaken, weil es wird immer von 5 Millionen gesprochen. Weißt du, wie viele tatsächlich Komplettverweigerer sind, die Arbeit verweigern? Das sind 14.000. Die Zahl ist vergangene Woche auch breit durch die Medien gegangen. Es sind großteils beim Bürgergeld Aufstocker. Denen würde ich jetzt per se nicht die Leistung absprechen. Aber haben wir nicht ein Riesenproblem bei diesem Staat, dass wir nicht motivieren zu verdienen, nicht mehr zu verdienen, dass Arbeit eigentlich viel zu hoch besteuert wird? Leistung zahlt sich nicht mehr aus, oder? Ja, absolut. Es geht ja auch in erster Linie nicht um die sogenannten Verweigerer, um die Komplettausfälle. Um die geht es natürlich auch. Ja, Stichwort soziale Hängematte. Es geht aber darum, dass ganz offensichtlich dieses System krankt. Ist doch egal erstmal, aus welchen Gründen du Bürgergeld beziehst. Es ist nochmal den Blick auf die Leistungsgesellschaft gerichtet in erstmal ungerecht. So, und das ist eine Frage von sozialer Gerechtigkeit und nicht die Frage, ob der Mindestlohn jetzt bei 15 Euro liegen muss. Natürlich brauchen wir mehr Netto vom Brutto. Herr Kissler, macht der Vollkaskostaat die Menschen bequem? Der Vollkaskostaat macht die Menschen insofern bequem, als er Leistung nicht hinreichend honoriert. Das denke ich auch. Ich glaube, man muss da schon jetzt aktuelle Probleme von tieferen Strukturproblemen unterscheiden. Zum einen natürlich, das Bürgergeld halte ich auch für ein Problem, für eine falsche Anreizstruktur, zumal ungefähr jeder zweite Bezieher nicht deutscher Ursprungs ist, beziehungsweise keinen deutschen Pass hat. Zum anderen gibt es natürlich auch eine tiefe Schneise der Sozialverstaatlichung gewissermaßen der Bundesrepublik. Und da können natürlich die CDU, die Vorgängerregierung, überhaupt nicht vom Haken lassen. Frau Merkel hat also geradezu explodierenden Sozialhaushalt hinterlassen. Meint wirklich jemand, dass Peter Altmaier von der CDU ein wunderbarer Wirtschaftsminister gewesen ist, obwohl heute die Konkurrenz relativ schwach ist? Da hätte ich auch meine Zweifel. Also das geht eine ganz lange Furche, ist dort gezogen worden, sozusagen in das Bett des Staatshaushaltes mit immer neuen Ausgaben. Der Staatshaushalt ist so aufgebläht worden, weil auch die Vorgängerregierungen ihn aufgebläht haben. Und da fehlt mir ein wenig die Zuversicht, dass jetzt eine schwarz-grüne oder schwarz-gelbe oder sonst wie zusammengesetzte Regierung sagen würde, ja, wir gehen runter mit den Steuersätzen, ja, wir schaffen eine ganz neue Anreizstruktur und vor allen Dingen muss der Abstand zwischen dem, was ich verdiene und dem, was ich, wenn es mir schlecht geht, vom Staat auch weiterhin bekommen solle, dass der groß genug bleibt. Statt mit den Steuersätzen runterzugehen, gehen wir mit den Arbeitszeiten runter. Und eine junge Grüne, die Vorsitzende der Jungen Grünen, hat bei Markus Lanz, Frau Stoller, Folgendes gefordert. Hören wir mal rein, Herr Rutenberg. Ich finde es total richtig zu sagen, wir müssen eine Arbeitswelt, wir müssen eine Lebenswelt schaffen, in der man nicht krank wird, in der man nicht kaputt geht. Und die Viertageswoche hat in ganz vielen Studien, in ganz vielen Modellbeispielen gezeigt, dass das eben funktioniert. Ja, klar. Wir haben schon vorher über die Generationen gesprochen. Jetzt wird dieser Generation unterstellt, sie sei weniger leistungswillig. Sind sie weniger leistungswillig oder sind die einfach nur, wie soll ich sagen, ein bisschen vielleicht sogar klüger als wir, die alles der Arbeit untergeordnet haben? Ich weiß nicht, ich würde die Frage, also mir lag das schon so auf der Zunge, wo setzt man konkret an, um die Menschen zu motivieren, dass sie was tun? Wenn ich nur sage, du sollst mehr leisten, dann ist das für mich nur ein moralischer Appell. Also ich finde es ganz wichtig, dass Menschen irgendwie von innen motiviert sind und etwas gerne tun. Und möglicherweise hat das was sogar schon mit unserem Bildungssystem zu tun. Vielleicht muss man da früher ansetzen. Ist es ein kulturelles Problem? Ja, also das sind so auch wieder so Sachen, da würde ich gerne noch viel länger und genauer hinschauen, um zu fragen, wie kann man das denn jetzt wirklich lösen? Ja, allein, dass dieser Abstand zwischen Bürgergeld und Geringverdienern so gering ist oder dass das das einzige Problem sein soll, was man zu lösen hat, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es weiterreicht. Und es gibt ja viele junge Leute, die durchaus sehr, also die ich kenne, die sehr engagiert und sehr viel arbeiten. Ja, ist vielleicht auch wieder eben ein soziales Problem, dass in bestimmten Schichten einfach die Aussichtslosigkeit so groß ist, dass sie keine Perspektive mehr sehen. Und wir wissen ja letztlich auch, dass wir ganz viele Schulabbrecher haben, die einfach mit der Ausbildung gar nicht fertig sind. Also da überall müsste man, glaube ich, hingucken, um einfach mehr Menschen wieder dazu zu bringen, dass sie was einbringen, dass sie sich einbringen in die Gesellschaft. Denn darum geht's ja.
dass ich das Gefühl habe, ich kann was beisteuern zu dieser Gesellschaft. Also ihr könnt ja auch, als völlig richtig, aber auch jemand fragen, der zu dieser Generation gehört. Das wäre nämlich ich in diesem Fall. Und ich kann euch erstmal Entwarnung geben. Es ist mitnichten so, dass junge Menschen Arbeitsverweigerer sind oder jetzt alle für die Vier-Tage-Woche plädieren. Mein Punkt ist, und das ist meine Kritik, die ich auch versucht habe, eben deutlich zu machen, dass das von staatlicher Seite, von der Ampel noch gefördert wird, dass mir überhaupt keine Einheit in dieser Entwicklung, ist ja das, was mir Sorgen macht. Wir kennen die Zahlen, die liegen alle vor. Und wir wissen auch, dass wir müssen erstmal erwirtschaften, was dann alles ausgegeben werden kann, ja, an grünen Wohlfühlprojekten oder an irgendwelchen woken Ideen, aber eben auch für ganz hart, für Infrastruktur, für Verteidigung, für Pflege, für Bildung. Und es gibt viele junge Menschen, die diesen Zusammenhalt Gott sei Dank kennen. Was sehr schwierig ist, ist ein Thema Medien, haben wir heute schon dreimal gehört. Wenn eine so junge Dame zur besten Sendezeit einen so prominenten Platz in einer Talkshow bekommt und dann die Leute draußen, da sitzen dann 380 Leute, irgendwie denken so, ach, das ist die neue Generation. Das kreide ich massiv an. Denn da wird ein Eindruck erweckt, dass das jetzt dem Willen einer jungen Generation entsprechen würde. Ich kann Ihnen sagen, die meisten sind froh, wenn sie ihre Ruhe haben. Woher weiß ich das? Weil ich tagtäglich mit ihnen spreche. Die machen sich Sorgen, wie sie später mal vielleicht mal Eigentum erwerben können oder ob sie eine Rente haben, die zum Leben reicht. Das sind Themen, die die Menschen beschäftigen, gerade auch die Jungen. Was wir eben auch angesprochen haben, Thema Klima. Ja, ist wichtig, aber das ist mitnichten so, wie es dargestellt wird, dass es jetzt hier das Thema Nummer eins ist. Also diese, sag ich mal, das, was in der Lebensrealität der Menschen abgeht, auch der jungen Menschen, was völlig anders ist. Es gibt konkrete Vorschläge. Der Herr Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern hat vorgeschlagen, schon einige Weile her, dass man einfach Überstunden nicht besteuert und nicht mit Sozialabgaben belastet. Das heißt, da kriegst du im Prinzip brutto für netto, wenn du so willst, ein bisschen Steuer nicht belasten. So, Mehrwertsteuer musst du immer bezahlen, das ist eine andere Sache. Aber keine Steuern, keine Abgaben. Das heißt, du kannst also ein paar Überstunden pro Woche machen, du hast das Geld brutto für netto, du hast mehr davon, du bist dann eben nicht mehr am 20. blank, sondern am hoffentlich 30. oder 31. aber das ist der Leistungsanreiz, der fehlt. Die Leute haben jetzt gar nicht die haben jetzt gar nicht die Möglichkeit, auch jüngere Leute haben gar nicht die Möglichkeit, genügend Eigenvorsorge zu treffen. Den ist ja schon mal klar geworden, dass das mit der Rente eine ganz schwere Nummer wird, wenn du jetzt 25 bist, ne? Das haben die schon verstanden, aber die haben gar nicht die Möglichkeiten, da was zu unternehmen. Und deswegen glaube ich, dass solche sehr praktischen Vorschläge kommen müssen, Leistungsanreize setzen, wo der Mensch dann sagt, ey, das lohnt sich, das ziehe ich durch, da habe ich was davon. Herr Kissler, ich würde da gerne noch was draufsetzen. Ja, also weil ich das nochmal bestätigen möchte, die junge Generation. Ich habe vorhin von meinem Schwiegersohn gesprochen, der es wirklich geschafft hat, eine Führungsposition in einem internationalen Konzern zu erlangen. Die haben jetzt schon, müssen sich Gedanken machen, ob sie sich noch irgendwann eine Wohnung leisten können hier in Deutschland, in der Großstadt. Ja, und die denken ganz klar darüber nach, dass sie möglicherweise in absehbarer Zeit ins Ausland gehen. Das heißt, die nächste qualifizierte Arbeitskraft oder zwei qualifizierte Arbeitskräfte. Wohin würden die auswandern wollen? Das würde jetzt, sage ich mal, auch von diesem Konzern abhängen. Da gibt es halt noch ein paar andere Möglichkeiten. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht ein bestimmtes Land, was denen da, die sind beide sprachlich gewandt und international unterwegs. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber aus Deutschland wären die weg. Ja, also guter Punkt. Das klingt so, als wäre für die beiden es überall besser als in Deutschland. Also gewisse High Potentials, wie man so schön sagt, werden natürlich von anderen Ländern besser behandelt und auch mehr umworben. Die FDP hatte jetzt den Vorschlag gebracht, Steuern zu senken für ausländische Arbeiter, sozusagen, um sie zu locken. Was sagst du dazu? Das widerstreitet jetzt doch meinem Gerechtigkeitsempfinden. Also ich finde, wir brauchen ein gerechtes Steuersystem. Keiner soll sich drücken, aber keiner soll auch über Gebühr belastet werden. Was wir allerdings auch brauchen, den Gedanken von Ihnen fand ich sehr wichtig, es ist auch ein Bildungsproblem. Und Bildung fängt eben auch in der Schule schon an. Und es gibt eben Untersuchungen, die zeigen, dass es einfach gewissermaßen Usus ist, im Gymnasium Kritik am Kapitalismus geradezu zu züchten, da Lust zu machen auf die Marktwirtschaft. Also wir brauchen auch, glaube ich, ein produktives, ein positives Bild von Kapitalismus und Marktwirtschaft, denn ohne Kapitalismus und Marktwirtschaft keine Freiheit. Ja, ausdrücklich. Ja. Wir brauchen wieder wirkliche Vielfalt auf allen Ebenen. Damit wäre ich bei meinem Thema. ARD und ZDF berichten einseitig. Dabei ist es eigentlich der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Vielfalt an Meinungen und Informationen abzubilden. Ganz einfach, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken und um unsere Demokratie zu schützen. Jetzt hat es einen Entwicklungsprozess, einen schleichenden, gegeben über Jahrzehnte, der uns dahin geführt hat, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute nicht die Demokratie schützt, sondern sie gefährdet. Wir haben eine gespaltene Gesellschaft. Und eine öffentliche Debatte, eine offene öffentliche Debatte gibt es nicht mehr. Wer die Regierungspolitik kritisiert, ist ganz schnell ein Nazi.
Das ist eine Abwärtsspirale, die wir dann umdrehen können, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Grund auf erneuern. Strukturell, inhaltlich und personell. Ohne Tabus und ohne Denkverbote. In einer Art verfassunggebenden Versammlung, so wie das der letzte ARD-Vorsitzende Tom Buro gefordert hat. Ich habe fast 25 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Sprecher und Moderator gearbeitet, weil ich, wie viele Kollegen, die ich kenne, an die Idee glaube, die hinter dem Konzept öffentlich-rechtlicher Rundfunk steht, nämlich die Idee, dass wir als Menschen alle in Freiheit und im Frieden selbstbestimmt leben können. Deshalb wollen wir als Unterzeichner dieses Manifests für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, dass sich alle Betroffenen vorurteilslos, vorbehaltlos und auf Augenhöhe auf einen Entwicklungsprozess einlassen, der ergebnisoffen ist. In einer Art Medienkonvent können wir das verhandeln. Ein Medienkonvent, so wie er von der Deutschen Akademie für Film bereits entworfen worden ist. Denn eines ist sicher, wenn wir diesen neuen, wirklich gemeinnützigen öffentlichen Rundfunk nicht gemeinsam bauen, dann wird er am Ende auch seinen Auftrag nicht erfüllen können und uns nicht dienen. Aber ein gemeinnütziger öffentlicher Rundfunk sollte uns allen dienen. Herr Ruttenberg, Sie haben 25 Jahre dort gearbeitet. Wann war für Sie so ein Knackpunkt, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr mein öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Seit wann sehen Sie das Problem? Das ging mit Beginn der Corona-Krise sehr schnell los, dass ich Bauchschmerzen bekommen habe. Ich habe das auch hausintern thematisiert gegenüber einzelnen Kollegen. Ich sage es ganz offen dazu, ich bin von Hause aus kein Journalist, falls das noch nicht durchgedrungen ist. Ich muss es immer wieder dazu sagen. Ich bin Sprecher, ich komme eigentlich vom Theater. Ich habe Nachrichten an der Nachrichtenredaktion sehr eng angebunden über die 25 Jahre gearbeitet. Ich habe mit den Kollegen immer gut über sprachliche Sachen sprechen können. Und wenn mir irgendwelche inhaltlichen Fehler aufgefallen sind, auch. Aber ich war jetzt nicht direkt journalistisch verantwortlich, ich hatte journalistische Aufgaben, weil ich im Wesentlichen mit dem Kulturprogramm befasst war, da moderiert habe, durchs Programm geführt habe. Ich war Selbstfahrer, ich habe die Regler gezogen. Insofern habe ich dann mit Bauchschmerzen erstmal ziemlich lange Zeit die Nachrichten gelesen. Mhm. Ich habe dann mal gesagt, ich habe da geistigen Spagat gemacht, also weil ich den Eindruck hatte, ich mache den Menschen Angst, wenn ich diese uneinsortierten Todeszahlen ständig verkünde, die einfach nicht im Kontext standen. Und mir war klar, Menschen Angst machen ist jetzt genau das Falsche. Also das war ganz konkret so. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, das ist einfach nur noch ein Ameisenhaufen. Und ich habe mich tatsächlich erstmal zurückgezogen und habe angefangen, das Tiny House zu bauen, was ich schon lange geplant hatte und hatte mit Handwerkern zu tun. Und ich habe das selber gebaut. Und habe nur gedacht, das muss irgendwann vorbeigehen, das muss besser werden. Ja. Und der Knackpunkt war für mich der, als dann klar wurde, jetzt kommt ein Impfzwang. Und damals habe ich zu meinem Team, also ich war im Leitungsteam für die Sprecher beim SWR, habe ich gesagt, Leute, wenn das so weitergeht, dann kann es sein, dass ich ganz schnell weg bin. Mhm. Und als dann meinem Kollegen Oles Kamrax fristlos gekündigt wurde, weil er die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisiert hatte, habe ich noch am selben Wochenende einen hausinternen offenen Brief an unsere Geschäftsleitungen und unseren Intendanten verfasst und ihn gebeten, diese Kündigung zurückzunehmen, weil ich seiner Meinung bin, und einen offenen Diskurs einzuleiten im Haus und über diese Kritik. Und die Reaktion war ernüchternd. Und dann habe ich aufgehört, für den Sender zu arbeiten, um das mal abgekürzt auszudrücken. Wie kam Ihre Kritik an intern? Sie haben es ja auch kritisiert, das Thema. Ich hatte darum gebeten, diesen Brief im Haus intern, im Intranet, HAB heißt das beim SWR, ich glaube immer noch, zu veröffentlichen und den Kollegen die Möglichkeit zu geben, diesen Brief anonym zu kommentieren. Und diese Bitte ist mir verwehrt worden. Mhm. Stattdessen wurde eine Veranstaltung vorgeschlagen, die da schon etabliert war, eben offene Kommunikation, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr. Und mir war von vornherein klar, weil ich kenne den SWR lange genug, dass das eine Alibi-Veranstaltung werden würde. Und so war es dann auch, das haben mir die Kollegen, die daran teilgenommen haben, berichtet. Und wie kam diese Kritik bei anderen Kollegen an?
Haben Sie das Gefühl gehabt, da waren viele auch Ihrer Meinung? Eher wenig. Wobei ich eben den Eindruck hatte, dieser offene Brief, ich weiß gar nicht, ob die meisten Kollegen werden ihn bis heute nicht kennen, schätze ich mal. Ja, und von der zwar offen, Chefitäten, hatten Sie das Gefühl, wurde das Ganze unter den Teppich gekehrt? War der Versuch, das unter den Teppich zu kehren und den Ball flach zu halten. Drum haben Sie auch dieses Manifest unterschrieben? Darum habe ich auch dieses Manifest unterschrieben. Hat doch noch eine etwas längere Geschichte, dann ging noch ein bisschen weiter. Jetzt gibt es aber auch eine Gegendarstellung seit diesem Wochenende, in der auch gesagt wird, dass es durchaus in den Redaktionen diese Diskussionen gibt und alles kontrovers besprochen wird. Was sagen Sie dazu? Also ich habe mir jetzt ein Gespräch angehört zwischen zwei Leitern von Redaktionsausschüssen. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so wichtig, welche das waren. Das war moderiert, eben von einer Moderatorin. Das hört sich dann alles sehr schön an. Also diese Menschen in den Führungspositionen, so wie ich es erlebt habe, sind alle sehr eloquent. Und ja, die sagen dann, ja klar, wir haben eine offene Gesprächskultur. Und natürlich machen wir auch Fehler. Ja, Fehler sind menschlich und so weiter. Aber was ich halt erlebt habe, ist, soweit ich das mitbekommen habe, dass eine wirkliche Diskussionskultur nicht gepflegt wird. Und wenn tatsächlich Fehler passieren, dann würde ich das gerne mal anschauen. Das kriege ich nämlich nicht mit. Also habe ich nie mitbekommen. Und es wäre auch in manchen Fällen einfach mal angebracht, solche Fehler öffentlich zu diskutieren und anzuschauen. Ja. Ich habe den Eindruck, diese Redakteure leben in ihrer eigenen Welt. Man kann ihnen vielleicht Boshaftigkeit unterstellen, aber das will ich gar nicht mal unbedingt tun. Es ist vielleicht einfach auch nur ein Tunnelblick oder schlicht und ergreifend Verdrängung, weil wir haben ja nicht mal eine Fehlerkultur. Die gibt es ja in unserer Kultur gar nicht. Fehler machen darf man eigentlich nicht. Und das ist das, was ich so gefühlt immer wahrgenommen habe. Es wurde ja bestritten, bei uns hat keiner Angst, seine Meinung zu sagen in unserem Betrieb, aber eine Fehlerkultur gab es halt auch nicht. Ich möchte jetzt auch mal kurz was fragen, weil Sie gesagt haben, vor einigen Jahren in Ihrem Fall wären Sie auf gar nicht so viel Zustimmung irgendwie gestoßen. Was ist denn in den letzten wenigen Jahren passiert, dass jetzt dieses Manifest, also irgendwas muss sich ja geändert haben, irgendwas muss sich ja bewegt haben? Also ich beobachte, dass ich war nie mit allem einverstanden beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Anfang an nicht. Habe da auch so meine kleinen Versuche unternommen, da was beizusteuern. Aber ich habe auch beobachtet, wie, ich sage jetzt mal ganz platt, vereinfacht ausgedrückt, das Niveau generell über die 25 Jahre immer mehr abgenommen hat. Und mir immer mehr Sachen auffielen, wo ich dachte, oh Leute, das ist aber jetzt nicht sauber. Ja, also bis hin, dass ich, wenn ich in einem Nachrichtenmagazin höre, dass Leute auf der Straße interviewt werden und das erweckt natürlich ein ganz bestimmtes Bild bei dem Hörer, aber das ist ja null repräsentativ. Wenn da so ein Journalist rausgeht und hält da dreimal das Mikrofon hin, das hat ja null Aussagekraft, das ist eine Nullinformation. Aber was meinen Sie da konkret? Wo wurde da so ein bisschen verschoben? Wurden dann die Gegenstimmen einfach rausgeschnitten oder wo war die Fragestellung nicht ganz sauber? Also ich habe inzwischen Kontakt zu einer ganzen Reihe von Kollegen bekommen und es gibt ganz klar Fälle, wo einfach Sachen unterdrückt werden, Themen richtig unterdrückt werden. Mal ein Beispiel machen. Was ist denn so der Top-Themenbereich, wo gerne unterdrückt wird? Das interessiert mich. Also mir fällt jetzt spontan ein Beispiel ein, was mir ein Kollege direkt berichtet hat. Da ging es darum, dass in einer kleinen Gemeinde mehrere türkische oder muslimische Verbände sich zusammenschließen wollten, um eine große Moschee zu bauen. Und es gab eine Bürgerinitiative in dieser Gemeinde, die da was unternehmen wollte. Mhm. Und der Kollege wollte das thematisieren. Und dann gab es eine lange Diskussion, oder eine kurze auch. Jedenfalls gab es eine Diskussion und anschließend gab es ein Machtwort, wir machen das nicht. Das heißt, das Thema wurde einfach nicht behandelt. Es war jetzt eine Lokal-Regionalredaktion. Ja. Also unappetitlich, ne? Ja, das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen. Ja. Es gibt noch mehr. Aber mich würde da interessieren, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, zumindest in diesem Block, um die Runde dann zu öffnen, lag das hauptsächlich an den Chefs oder haben sich da Redaktionen entwickelt, die, wie heißt es so schön, divers sind? Sie sehen alle unterschiedlich aus, aber denken doch alle recht das Gleiche. Also ich möchte gleich mal vorweg schicken, das ganze Problem ist auch wieder mit Sicherheit, hat es viele, viele Faktoren. Ja.
Aber es gibt sicherlich so etwas wie eine, auch da hat sich über die Jahrzehnte eine bestimmte Kultur entwickelt. Das beginnt ja schon damit, dass eigentlich so eine journalistische Ausbildung, wenn sie dann wirklich durchlaufen wird, ungeheuer aufwendig und teuer ist. So, das weiß ich jetzt wiederum von Medienwissenschaftlern, dass sich das nicht mal jede Familie leisten kann. Also, das dann dazu führt, dass eben eher aus einfachen Verhältnissen jemand es nicht so ohne weiteres schafft, diese ganze Berufslaufbahn zu absolvieren mit Auslandsstudium und allem. Ja, da fängt schon, hat einfach schon über die Jahre ein Aussortieren stattgefunden. Ja. Und das stärkt natürlich den Tunnelblick. Ne? Herr Kissler, das ist doch auch generell so ein bisschen ein Problem in der Branche, oder? Nicht nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern generell in der Branche, dass der Journalismus doch von, ich sage jetzt mal, Akademikerkindern vollgespült wird, die alle so ein bisschen ähnlich denken, oder? Ja, ich würde es präzisieren, nicht Akademikerkinder, sondern Soziologiestudentinnen etc. pp., um es mal zu gendern. Wir haben schon das Phänomen, das wir auch in anderen Branchen natürlich haben, das Milieu reproduziert sich selbst. Irgendwann gibt es dann sowas wie einen Stallgeruch. Und wenn ich jetzt wirklich der Meinung bin, dass mein Held Friedrich Merz ist zum Beispiel, will ich mir dann wirklich den Tort antun und ein Volontariat beim WDR machen, wo ich weiß, dass in jedem zweiten Kommentar auf Friedrich Merz die CDU draufgehauen wird. Das ist ein großes Problem. Wir haben seit Jahren kein einziges öffentlich-rechtliches Gesprächsformat, in dem in vergleichbarer Intensität von rechter Warte auf die Welt geschaut würde, wie es viermal täglich von linker Warte getan wird. Wir hatten im letzten Jahr das bizarre Phänomen, es gab dann zwei neue Formate im Öffentlich-Rechtlichen. Da hat man den Eindruck gehabt, links war es bisher, jetzt soll es noch linker werden. Also Frau Reschke und Frau Bosetti haben dann neue Formate bekommen. Das heißt, das Milieu reproduziert sich dermaßen selbst, dass es blind ist für Anregungen von außen, teils aus Feigheit, teils weil es die Leute auch nicht gibt, teils ist es eine Bildungskatastrophe. Und hinzu kommt natürlich auch, den Punkt möchte ich doch kurz noch ansprechen, werden Sie vielleicht jetzt anders sehen, dadurch, dass wir das Gesetz haben, dass wir einen Pflichtbeitrag haben und eine Zahlungspflicht, egal ob ich mir das anschaue oder nicht, dass ARD und ZDF mehr oder minder risikolos 10 Milliarden Euro im Jahr bekommen, müssen sie sich nicht auf dem Markt behaupten. Das heißt, sie müssen nicht Rückkopplungen bekommen vom Publikum, das sagt, eure Leistung ist mir so viel wert, dass ich dafür zahle. Dadurch ist wieder mal, ich sage es zum dritten Mal, die Neigung da, dass das eigene Milieu sich permanent selbst befruchtet. Und jetzt soll mal irgendein kleiner Programmdirektor beim Saarland oder sonst wo vorschlagen, das ZDF-Magazin neu aufzulegen mit zwei knorrigen rechten Hanseln. Viel Spaß. Ich möchte nur kurz sagen, für mich gibt es keine Denkverbote. Also ich finde es wichtig, über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gründlich nachzudenken, möglicherweise auch Modelle zu entwickeln und auszuprobieren, um zu gucken, was funktioniert. Ja, nicht immer sofort gleich zielorientiert, ich muss die Lösung in der Tasche haben. Also da ist ganz vieles denkbar. Wichtig wäre, es ist ja jetzt in den freien Medien oft davon die Rede, ja, wir haben Sponsoren und so weiter, das läuft eigentlich ganz gut. Aber diese direkte Abhängigkeit von denjenigen, die ein Medium bezahlen, die würde ich gerne neutralisieren. Es bräuchte so etwas wie einen Topf. Wenn jetzt ein Unternehmer bereit ist, viel Geld zu geben, ja, und jemand, der jetzt nicht viel Geld hat, zahlt halt, was weiß ich, von Michael Mayen gibt es das Konzept mit 2 Euro pro Monat und Haushalt, ja, dann zahlt man das da ein. Und dann wird von diesem, weiß ich nicht, gemeinnützigen Gemeinwohlfonds aus dieses Geld dann wieder an gemeinnützige Organisationen, sage ich jetzt mal so pauschal, verteilt und unter anderem eben und an einen gemeinnützigen Rundfunk. Die GEZ auf wie viel runter? Machen wir uns konkret auf wie viel Euro runter? Das ist mir jetzt zu einfach, weil dieses Modell ist total interessant. Ja, 1 Euro quasi für die regionale Ebene und dann 1 Euro für die nationale Ebene. Eventuell zahlen zumindest in Ostdeutschland, Thüringen, Sachsen oder je nachdem, wie die Wahlen ausgehen, bald niemand mehr die Rundfunkgebühr, weil zum Beispiel ein Herr Höcke angekündigt hat, er würde diesen Vertrag aufkündigen, das Frau Herrmann. Das ist die AfD in Sachsen, glaube ich, auch so, nicht bloß die in Thüringen. Je nachdem, wie die Wahlen ausgehen, da gibt es ja unterschiedliche Szenarien, ist damit zu rechnen, aus meinen Augen, dass zumindest die Debatte aufkommt, ob man den Medienstaatsvertrag kündigt. Da gibt es dann noch ein Jahr und ein paar Monate, also bis zum Jahresende des darauffolgenden Jahres, und dann ist die Nummer durch. Und dann kann man ja gerne der Winzer aus Rheinland-Pfalz noch anbieten für 6,99 Euro. Es gibt genügend Ältere, die das gerne gucken und das auch abonnieren würden. Das ist nicht das Problem. Aber man ist da mal den ganzen Überbau los. Ne? Und ich glaube, lieber wollen jetzt viele Leute, zumindest bei uns ist das so, ein Ende mit Schrecken,
Also Schrecken ohne Ende, das will einfach keiner mehr. Ja, also ich würde das gerne noch differenzieren mit den Gebühren, weil das ist ein Thema, was ist mir ganz wichtig einfach, weil ich komme ja aus dem Kulturprogramm. Mhm. Ich habe ganz viel mit Klassik zu tun. Ich bin mit Orchestermusikern befreundet. Ja? Und wir haben hier in Deutschland einen kulturellen Schatz mit den Theatern und den Orchestern. Das ist schon enorm. Und gleichzeitig kann ich jeden verstehen, also SWR 2, wenn ich das jetzt richtig behalten habe, war eben das teuerste Radioprogramm. Aber allein schon, dass wir über SWR 2 reden, zeigt doch, dass dieser ganze Apparat viel zu groß ist. Ja, ich möchte es aber andersrum aufzäumen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich will keine Klassik hören und ich möchte dafür nicht bezahlen. Ich kann auch jeden verstehen, ich möchte nicht diese immensen Summen für den Fußball bezahlen oder was weiß ich. Also ich glaube, es braucht da wirklich die Möglichkeit zu differenzieren. Mhm. Es braucht so einen Grundstock, Grundinformation, Basisinformation, sage ich jetzt mal ganz platt und ganz einfach auf die Schnelle, und dann zu differenzieren. Das ist mit den digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, das ist zu machen. Ja, dass ich einfach, wenn ich Klassik will, dann lege ich halt noch was drauf. Wenn ich Fußball will, wobei ich, das für mich gehört das einfach alles, das kann nicht einer alleine entscheiden. Da braucht es wirklich einen Prozess, wo wir das abklopfen. Das Problem sind aber auch diese, wir haben es ja eben in dem Foto angedeutet gesehen, diese unfassbaren Doppelstrukturen. Ja. Ja. Also wir hatten ja den Fall mit der, ich weiß gar nicht was, Hochzeit oder Beerdigung in England, wo dann mehrere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten dort mit eigenen Teams angereist sind. Hier hatten wir eben Herrn Steinmeier, da waren glaube ich auch 3-4 verschiedene Rundfunkanstalten, die dorthin geschickt worden sind. Ähnlich ist es bei Parteitagen von großen Parteien, wo also der Regionalsender kommt und die überregional. Also man könnte die Doppelstrukturen extrem verschlanken. Die ganze Rentenversorgung ist ein großes Problem. Und natürlich, das ist die alte Frage, warum braucht das winzige Saarland und die winzige Stadt, pardon, Bremen, jeweils eigene Anstalten? Ja, ist alles schön gut, aber ich stelle mir trotzdem die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ne? Weil Sie haben jetzt, es klingt so, als wäre das alles noch, man könnte das noch reformieren und es bräuchte jetzt nur mal die richtigen Ideen. Also wenn man mit den Menschen spricht, viele sind so sauer und die sagen, ich will gar nichts mehr dafür bezahlen, ich will das nicht mehr gucken, das gehört alle einfach nur radikal abgeschafft. Kann ich. So. Und das ist der Punkt. Wie geht es jetzt weiter? Weil ich habe die Befürchtung auch, dass auch dieses Manifest so ein Fähnchen im Wind ist. Ne? Das wurde ja auch zum großen Teil gar nicht mit Namen oder überhaupt nicht mit Klarnamen unterschrieben. Das zeigt ja, okay, wir mucken kurz auf, aber wir trauen uns noch nicht mal mit unserem Namen aus Angst vor Konsequenzen zu unterschreiben. Ich meine, das ist natürlich... Würde ich dir sowas nicht unbedingt vorwerfen, oder? Nein, absolut nicht. Aber es zeigt ja, wo wir stehen. Ja, klar, also deswegen teile ich diesen Optimismus. Also ich glaube, dass es wirklich zu spät kommt. Die Bevölkerung ist in ihrer Meinungsbildung schon viel weiter als die zarten Anfänge einer Diskussion intern in den Rundfunkanstalten. Genau. Das ist, glaube ich, eine Ungleichzeitigkeit, ne? Die ist eingetreten. Deswegen kann man eigentlich das nur auf sehr mutige Reformvorschläge hoffen, die vielleicht nochmal die Stimmung ändern. Wenn die nicht kommen, glaube ich, wird sich die Stimmung gar nicht mehr ändern. So bedauerlich das in vielen Fällen ist. Ich höre viel Klassikradio, ne? Ich bin jemand von denen, ja. Und ich bedauere das total, wenn das weg ist. Das wäre ganz schrecklich. Also ich muss jetzt einfach nochmal sagen, das Wort Reform kann ich persönlich überhaupt nicht mehr hören. Ja. Ja? Um es ganz ehrlich zu sagen. Und meine Einschätzung ist, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk es nicht kapiert, dann gibt es den in ein paar Jahren nicht mehr. Doch. Ja. Das heißt, ich glaube, entweder es bewegen sich jetzt mehr oder er ist irgendwann nicht mehr da. Die Frage ist, ob das unserer Demokratie und unserer Gesellschaft gut tut. Das weiß ich nicht. Ich habe das nämlich vorhin angedeutet. Ja? Es gibt einfach diese Abhängigkeiten, wenn Medien privat finanziert sind. Die sind einfach nicht von der Hand zu weisen. Ja? Aber brauchen wir den öffentlichen rechtlichen Rundfunk, so wie er jetzt ist? Meiner Meinung nach brauchen wir einen neuen. Das habe ich vorhin versucht zu sagen. Wir brauchen wirklich was Neues. Und das und wenn er nicht reformwillig ist? Dann vielleicht muss man es machen wie damals in der DDR, ihn abwickeln. Wir haben ja moderne Medien. Eins davon ist hier. Ja, ist doch klar. Wunderbar. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Wir sind heute hier, wir sind es aber auch am Mittwoch um 20 Uhr. Gibt es eine neue Folge mit Shevim Dadelen. Die hat ein Buch rausgebracht und sieht die NATO sehr, sehr kritisch. Das wird sie uns hier sagen. Auch mit dabei Anthony Robert Lee und Annette Heinisch und Paul Pressel, der FDP-Europawahl-Spitzenkandidat aus Mecklenburg-Vorpommern, der aktuell Morddrohungen erhalten hat. Also unbedingt einschalten am Mittwoch ab 20 Uhr. Vielen Dank nochmal an meine Gäste. Es hat mir sehr
sehr, sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es auch viel Spaß gemacht. Sie können uns gerne schreiben in die Kommentarspalte, wie Sie dieses neue Konzept finden. Und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei am Mittwoch bei Stimmt, der Nachrichtentalk. Und was auch immer gleich bleiben wird, vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.